jetzt. Es ist Feosüd. Herzlichen Glückwunsch, Stefanie Feil, Könen. Kommt gerne zusammen hoch. Guten Morgen, ich bin gerade im Zug nach Duisburg, weil Niklas und ich wieder auf dem Weg in die Impact Factory sind. Aber die nächsten Tage passiert noch viel mehr. Heute Abend sind wir noch auf der Verleihung vom Wissenschaftspreis. Es war auf jeden Fall ein aufregender Abend beim Verleihung des Wissenschaftspreises. Und wir freuen uns jetzt auch offiziell verkünden zu können, dass wir PreisträgerInnen waren. Und ein ganz tolles Event mitnehmen konnten und viele spannende Kontakte knüpfen konnten. Und wir freuen uns auf die Einlösung der Sachpreise, Nutzung des Netzwerks, Mentoring und so weiter. Ja. Wir fahren jetzt gleich nach Berlin zum Pitch beim Business Angel Club Berlin-Brandenburg. Und da unser Zug noch ein wenig Verspätung hat, sitzen wir jetzt erstmal noch ein wenig hier im Café und warten darauf, dass wir gleich den Zug nehmen können. Jetzt ist schon der nächste Tag und der gestrige Abend ist schon vorbeigezogen. Ich war tatsächlich viel zu aufgeregt und da waren auch viel zu viele spannende Menschen, um besonders viel mitzufilmen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich konnte mit meinem Pitch überzeugen, habe das Voting zum Startup des Tages gewonnen für Ecofiber und ganz, ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen von ganz vielen tollen Business Angeln. Dementsprechend sind wir echt noch beflügelt davon und freuen uns jetzt auf die kommende Woche, wenn es dann nochmal die nächsten Gespräche gibt und dann hoffentlich auch so langsam dann alles unter Dach und Fach gebracht wird. Hi. Wir sind hier in Hamburg. Genau. Und arbeiten an unserem gemeinsamen Projekt Inclusainable. Genau. Denn mit Inclusainable möchten Hanna und ich Inklusion und Nachhaltigkeit zusammenführen. Weil es kann nicht einzeln betrachtet und gedacht werden. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass Inklusion und Nachhaltigkeit voneinander getrennt bearbeitet oder gedacht wird. Und wir entwickeln gerade ein Konzept, wie man Inklusion und Nachhaltigkeit zusammendenken und führen kann. Und wir wollten euch jetzt einfach mal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie das jetzt dazu kommt, dass wir beide hier sind und Inclusainable aufbauen. Während Samma natürlich weiter auf Augenhöhe aufbaut und weiterführt und ich meine ganzen Projekte aufbaue und weiterführe, ist es uns so wichtig, diese zwei Themen zusammenzuführen, weil Inklusion und Nachhaltigkeit muss einfach zusammen kombiniert werden und gedacht werden und verarbeitet werden in eigentlich allen Lebensbereichen und natürlich auch in den ganzen Unternehmen. Genau, und Hanna und ich kennen uns ja schon seit 10 Jahren, noch länger eigentlich, seit 13 Jahren. Crazy. Wir haben jetzt zusammen studiert und während des Studiums hat sich Anna mit dem Thema rund um Nachhaltigkeit in der Mode auseinandergesetzt und ich mit Inklusion in der Modewelt. Und wir waren natürlich beide immer wieder im Austausch und haben uns immer gegenseitig berichtet, wo wir stehen und was wir machen, wie weit wir kommen mit unseren Meilensteinen und so. Und seit letztem Jahr haben wir dann parallel Anfragen bekommen von verschiedensten Organisationen mit der Idee, ob wir nicht inklusiv und nachhaltig auf verschiedensten Events oder auch beratende Tätigkeiten geben möchten. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das stimmt schon. Man muss halt Nachhaltigkeit und Inklusion zusammendenken. Und wir möchten hier in der Phase von CDF ein Konzept entwickeln, wie Nachhaltigkeit und Inklusion zusammengedacht werden kann. Und wie wir das auch auf vielen verschiedenen Ebenen in die Welt hinaustragen können, dass es
wirklich ein Thema ist, was beachtet werden muss, damit die Welt ein bisschen schöner wird und ein bisschen besser und einfach das Individuum sieht, den Menschen sieht, der vor einem steht und nicht irgendwie eine Masse, die dann alle möglichen anderen Menschen an der Seite einfach weglässt, sondern wirklich, dass wir ein nachhaltiges, inklusives Konzept entwerfen. Ich freue mich darauf. Tschüss. Mein Arm fällt ab. Hallo ihr Lieben, hier ist Amelie von Hempy Period und ich melde mich tatsächlich jetzt heute nochmal spontan aus Barcelona, da ich nochmal zurückgefahren bin, da ich noch ein bisschen Zeit habe, bis meine Uni wieder anfängt. Und genau, diese Woche haben wir es tatsächlich geschafft, unseren N-Bank-Stipendiumsantrag abzusenden. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des nächsten Monats entscheiden. Und das würde uns auf jeden Fall richtig doll weiterhelfen, wenn wir sozusagen uns auf finanzieller Seite ein bisschen absichern können und dann auch ein bisschen des Geldes halt für unseren Prototypen verwenden. Stichwort Prototyp, bin ich gerade auch auf der Suche nach Instituten, mit denen wir sozusagen für die technische Umsetzung unseres Prototyps zusammenarbeiten können, da so ein Tampon ja doch ein wenig komplizierter ist, als man denkt. Und da bin ich gerade auf der Suche. Und genau, für die nächste Woche oder für die nächste Zeit freue ich mich vor allen Dingen auf Anfang April, da wir dann sozusagen mit Hampy in der Factory Hammer Brooklyn sitzen werden und dort unser eigenes Büro haben werden. Liebe Grüße! Hallo, ich kann endlich verkünden, dass meine Prüfungsphase jetzt vorbei ist und ja, ich jetzt erstmal ein bisschen durchatmen kann. Und ja, einmal so für die Agenda, weil ich jetzt in den letzten Tagen es auch wenig geschafft habe, noch viel mitzufilmen. Morgen haben wir einen wöchentlichen Zoom-Call, also Amelie und ich, und müssen da noch einiges für die Bewerbung für das zweite Stipendium finalisieren, nachdem das erste ja nicht geklappt hat, weil die ja keine Studierenden nehmen, wir das nicht wussten und nicht einsehen konnten, vorher im Internet, und uns da die Informationen so ein bisschen gefehlt haben. Deshalb geht es jetzt in die nächste Runde fürs nächste Stipendium. Und dafür werden wir morgen noch Unterlagen finalisieren. Und dann freue ich mich auch schon ein bisschen remote sozusagen zu arbeiten, weil es dann nächste Woche zu meinen Großeltern nach München geht und dann in der Woche darauf nochmal für 3 Tage oder so nach Dänemark in so einen kurzen Urlaub sozusagen. Und da werde ich dann eben von unterwegs immer arbeiten können und ja, freue mich auf dieses kleine Auszeitgefühl sozusagen. Genau, morgen erstmal der Call und mal gucken, was sich dann für neue To-Dos entwickeln. Genau. Ah, und es gibt noch eine Sache, auf die ich mich mega, mega doll freue, und zwar beginnt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche unsere Zeit im Coworking Space, und da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Also ja, auf die Zeit einfach mal so ein bisschen büroartig arbeiten zu können und dass dann vielleicht auch ein bisschen Struktur noch dazu kommt, das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Hey Leute, ich bin heute hier am Niederrhein unterwegs. Hier ist Anna-Maria von Frohnachtsbaum und ich kann euch versprechen, es ist absoluter Zufall, dass ich bin gerade hier aus dem Auto ausgestiegen, dass hier eine kleine Mini-Weihnachtskultur steht. Das hier ist mein Heimatland, also hier komme ich her. Am Niederrhein bin ich geboren und ja, man sagt so, man kann am Freitag schon sehen, wer Sonntag zum Kaffee kommt. Aber alles hat so seinen Charme und diese kleine Weihnachtsbaumkultur hier, wie gesagt, totaler Zufall, dass sie hier gerade steht. Wofür ich mich aber heute interessiere, ich wollte jetzt mal gleich da hinten hingehen, da steht nämlich die Firma WeGrow und da habe ich morgen einen Termin und ich habe euch ja gesagt, ich will euch die 3 Komponenten vom Frohnachtsbaum mal genau erklären, wie das ganze Konzept eigentlich funktioniert. Und eines der Komponenten ist ja eben der Stamm, mit dem das Grundgerüst für den Frohnachtsbaum erstellt wird.
Und WeGrow ist eine spannende Firma, weil die bauen den Klimabaum an, auch Kiribaum genannt, also nicht wie der Käse, wie der Frischkäse, doch genau wie der Frischkäse, aber es ist halt kein Käsebaum, sondern auch botanischer Name ist Polofnia und wird aber auch als Blauglockenbaum bezeichnet. Also hört sich nicht nur interessant an, ist auch super interessant, denn der Kiribaum ist so ein Hoffnungsbaum, der bindet unwahrscheinlich viel CO2, aber das viel Interessantere an dem ist, der wächst unwahrscheinlich schnell. Also der wächst, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie vielfach schneller als eine normale heimische Buche oder Eiche. Das werde ich alles morgen erfahren. Ich hatte schon mal so ein bisschen bei Google recherchiert und der wächst unwahrscheinlich schnell. Und was ich von Frohnachtsbaum halt sehr interessant finde, ist, der wächst auch sehr gerade, ziemlich astfrei am Stamm. Es ist ein ganz leichtes Holz, also das heißt, wenn wir das versenden, ist es auch super. Ich hoffe nur, dass das Holz nicht zu weich ist für die Schrauben der Adapter. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich, euch mehr zu berichten. Und dann sage ich mal jetzt einen schönen Abend hier vom herrlich wunderschönen Niederrhein. Hi Leute! Hi Leute! Wir sind hier in Tara Base im Showroom und haben heute uns zusammengesetzt und an unserem Inclusionable-Konzept gearbeitet. Genau! Und sind richtig weit gekommen schon, wir haben richtig viel geschafft. Ja. Was uns immer wieder auffällt, dass wir irgendwie, wenn wir echt konzentriert und physisch auch zusammen sind, also wir arbeiten ja sehr, sehr oft digital. Ja. Aber ja, irgendwie sind wir einfach mega checked in, wenn wir zusammensitzen und gemeinsam an unserem Konzept arbeiten. Das stimmt. Und dann fließen die Dinge. Genau. Und ihr wisst ja, Hannah und ich haben schon die letzten Jahre auch immer zusammengearbeitet. Und die Themen, die wir immer bearbeitet haben, haben wir nie einfach mal auf ein Blatt Papier gepackt und finde das so cool, das gibt so viel, dass wir das einfach jetzt auf dem Blatt Papier stehen haben, was unser Konzept ist, was unsere Mission ist. Ja. Und freuen uns total, dass jetzt in den nächsten Monaten über die Create-F-Phase auch zu konkretisieren und finalisieren. Es wird geil, Hannah. Es wird geil. Wir haben uns heute getroffen und haben mit einer Starting-Session über Finanzen nochmal gesprochen, Hannah und ich, nach der Session, Create-F-Session von gestern, wo wir auch über das Thema rund um Geld und Finanzen und so gesprochen haben, wie wichtig uns das ist. Und dabei ist uns auch wieder aufgefallen, dass wir auf jeden Fall zu den Gründerinnen und Unternehmerinnen gehören, gehören möchten, die sich so finanziell aufstellen, dass wir sicher sind und weiter innovative Projekte gründen können. Ja, definitiv. Genau, ich glaube, so ein Punkt war so, dass wir einfach so darüber gesprochen haben, dass wir aus uns selber, wo wir herkommen, das können wir als sozusagen als Basis dessen nehmen für das, was wir sein wollen. Und das müssen wir nicht eins zu eins wiederholen. Wir müssen uns nicht als Opfer dessen fühlen und wir müssen uns aber auch nicht irgendwie das verdrängen oder sonst was, sondern es wirklich so benutzen und sehen als das, was es ist, dass es uns zu der Person gemacht hat, die wir jetzt in diesem Moment gerade sind. Und dann ja weiter davon ausgehen, die Person und das Unternehmen gründen können, was wir gerne gründen wollen. Und dass Geld einfach ein Mittel zum Zweck ist. Es ist nicht mehr, it's not the thing, aber es ist das, was uns da hilft, sehr viel Wandel in der Welt zu bringen, in die Welt zu bringen und zu diesem Augenblick, in dem Augenblick, in dem wir leben, in der Welt, in der wir leben, wo Geld einen sehr hohen Stellenwert hat.
Und das ist eigentlich voll interessant, so die Balance zu halten. Total. Und daraufhin haben wir dann mit unserem neuen Geschäftsmodell über InkloSustainables uns Gedanken gemacht, wie wir ein Unternehmen gemeinsam gründen können oder ein Projekt so stemmen können, dass wir finanziell sicher aufgestellt sind, dass wir nachhaltig gründen können. Und genau, haben dann unser Geschäftsmodell nochmal vertieft von InkloSustainables und werden uns jetzt erst im nächsten Schritt fokussieren auf das InkloSustainables-Projekt, was sich Repair Station aktuell noch nennt, aber mit dem Namen sind wir uns noch nicht so sicher. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal so unseren Startpunkt gefunden, der uns so einfach so Freude bereitet. Genau. Und auf den wir Bock haben. Und genau, der nennt sich jetzt erstmal Repair Station. Und wir werden euch in Zukunft mehr dazu erzählen, was überhaupt wir mit Repair Stations vorhaben und warum unser Repair Station so viel, so wichtig ist und so viel geiler als alles andere der Welt. Of course, immer alles geiler. Okay, ciao, tschüss. Hallo, ich bin Oksana von Go Oxivit. Ich bin zu Hause an meinem Schreibtisch. Heute habe ich einige Stunden damit verbracht, die Crowdfunding-Kampagne vorzubereiten. Schönen Text geschrieben, damit Leute tatsächlich informiert sind, wofür ich das Geld spende, was genau mit meinem Projekt gemeint ist und so weiter und so fort. Das könnt ihr auf Startnext demnächst sehen, ab dem 6.4. Wie ihr das sehen könnt, bin ich schon bei Startnext, aber das Coole ist ja, ich bin in der Entwurfsphase, wo ich alle Projektinformationen schon vorab eingeben kann, Dankeschöns und so weiter und so fort. Ich habe noch kein Video hochgeladen, aber ich habe schon den Text geschrieben, der dann meiner Crowd angezeigt wird, Strom durch Körperbewegung, für mehr Bewegung, Nachhaltigkeit und immer Strom unterwegs. So eine kleine Beschreibung, aber Projektdetails könnt ihr dann auch mehr Informationen sehen, falls ihr Lust drauf habt, mehr zu lesen. Ja, so sieht's erstmal aus und ich bin gespannt, wie es am 6.4. noch live gehen wird. Hallo, neuer Tag, neues Glück. Heute ist eigentlich schon viel passiert, so nebenbei. Ich habe eine Interviewanfrage von Radio Deutschland bekommen. Leider bin ich zeitlich sehr eingeschränkt. Deswegen habe ich abgesagt, aber Michelle und Stephanie empfohlen. Stephanie von Fürsind, Michelle von Ecofiber. Gleich habe ich einen Termin mit einem potenziellen Schlüsselpartner und zwischendurch habe ich natürlich auch weiter an meinem Crowdfunding-Video gebastelt. Busy, busy, macht aber mega Spaß. So, ich bin fertig mit dem Call und eigentlich total schön zu realisieren, dass nach jedem Gespräch werde ich schlauer. Hi, ich bin Bella, die Gründerin von Moju und gerade ist unglaublich viel los. Wir sind dabei, unsere Crowdfunding-Kampagne vorzubereiten und das ist echt richtig aufregend und auch ganz schön viel Arbeit. Am Donnerstag geht sie live und wir haben ganz, ganz tolle PartnerInnen dabei. Darüber bin ich richtig glücklich. Unter anderem Brand 1, das Wirtschaftsmagazin, Mookbook, das Stadtmagazin hier aus München, Less Waste Club mit ihren nachhaltigen Körperpflegeprodukten, genauso wie Eufreen mit nachhaltigen Deos. Dann haben wir auch noch Casual Magic mit kleinen Achtsamkeitserinnerungen mit an Bord. Arang kennt ihr ja auch schon mit den koreanischen Gerichten. Jules Defiance mit ihrer inklusiven Strumpfware. Und ein ganz besonderes Highlight, was mich sehr freut, ist, dass wir von Naomi und Lisa, den Autorinnen von Starting a Revolution, dem Buch, das ich ja auch schon empfohlen habe, auch mit an Bord haben. Und die signieren sogar die Bücher, die ihr als Dankeschön erwerben könnt. Also richtig tolle Sachen. Ich freue mich total und bin sehr gespannt, wie die Crowdfunding-Kampagne anlaufen wird.
habe mich schon fertig gemacht. Ich werde heute das Homeoffice verlassen. Und zwar geht es auf eine Veranstaltung. Heute der Startup Impulswettbewerb. Die Preisverleihung zum Wettbewerb und es sind einige coole Startups nominiert, unter anderem Fio sind. Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass sie heute den Preis mit nach Hause nehmen können. Und genau, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe die große Ehre, stellvertretend für Ecofiber als ehemalige Preisträgerinnen den Preis, den Hochschulpreis heute zu vergeben, beziehungsweise ich halte die Laudatio zusammen mit Oliver Vogt vom Gerke Econ. Jetzt, es ist Feosynt. Herzlichen Glückwunsch, Stefanie Feil, Könen, kommt gerne zusammen hoch. Komm mal hier rüber, hier gibt es digitales Konfetti, wir haben es doch mal ein bisschen beibehalten. So, meine Damen und Herren, jetzt nochmal ganz offiziell unsere Gewinner in der Kategorie Hochschulstart. Großen Applaus für euch. Ja, es war ein wirklich, wirklich schöner Abend. Ich war am Ende doch sehr aufgeregt, auch wegen meiner Laudatio. Ich hatte zwar vorher ein Briefing bekommen, schriftlich, und was dann eigentlich mein Job ist, wusste ich dann auch nicht mehr und ich stand auch so ein bisschen lost auf der Bühne. Aber es war trotzdem sehr cool. Es sind einige noch auf mich zugekommen, meinten, dass ihnen mein Auftritt, also mein kleiner Beitrag, ihnen sehr gut gefallen hat, dass ich sehr authentisch auf der Bühne gewirkt habe, und das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich ganz, ganz lange so eine richtige Bühnen-Pitch-Angst hatte und generell auch präsentiert. Und es freut mich, dass ich da irgendwie einen Fortschritt gemacht habe in den letzten 2 Jahren und dass es mir auch inzwischen richtig doll Spaß macht. Für Fio sind habe ich mich natürlich mega gefreut. Also euch nochmal herzlichen Glückwunsch, total verdient. Leute, wir sind hier gerade im Bikini Berlin. Genau. Denn Hanna ist ein Teil von einer richtig coolen Community, die sich Terra Base nennt, oder Hanna? Genau. Genau. Terra Base, schaut mal. Das ist Terra Base von Tina K. ins Leben gerufen, eine mega Powerfrau, wo wir hier gemeinsam eine Female Empowerment Community haben. Ich zeige euch mal ganz kurz. Schaut mal. Independent Designs, Women-Owned Small Businesses, Creative Conscious Events and Workshops. Das ist das, was wir hier machen. Und Sam und ich sind hier und wollen euch einfach mal auch ganz kurz diesen wundervollen Ort vorstellen. Ja, ist cool. Hier werden wir nämlich öfter auch sein und at Sustainable auch arbeiten. Genau. Und warte, ich mach mal die Tür auf. Ja. Let's go! Let's go! Zeig uns den Big Summer. Hier, schaut mal. Empowerment, Sustainability, Female Entrepreneurship. Das ist der Space. Das ist der Space. Und hier gibt es auch verschiedene Events und auch Workshops. Und wir können euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was hier so in den nächsten Wochen stattfinden wird, oder Hanna? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Das wollen wir gerne machen. Let's go. Let's go. Hi Leute. Hi. Wir sind mal wieder im Terra Base. Im Female Empowerment Showroom und Event Space. Genau, und heute haben wir an unserem Logo gearbeitet und haben uns überlegt, wie wir unser Logo Inclusstainables am besten designen können, sodass es möglichst viele Menschen auch anspricht. Genau, und auch die Leute, die wir wollen, dass es sie anspricht. Und das ist nämlich eigentlich eine voll interessante Frage, weil wir haben ja ein Logo und jetzt haben wir so gesagt, eigentlich ist das vielleicht gar nicht das, was wir verkörpern als Inclusstainables, ja, und verkörpert wollen und was wir eigentlich repräsentieren wollen über das, also wer wir sind und was wir in die Welt tragen wollen. Und deswegen haben wir uns so gefragt, was sind denn eigentlich für Farben relevant für uns und für, wie muss die Schrift aussehen, oder muss, ne? Wie wollen wir, dass die Schrift aussieht?
dass sie so ansprechend ist, wie wir wollen, dass sie ansprechend ist. Ich wackel hier die ganze Zeit. Genau, und haben da jetzt ein paar Optionen und möchten auch die Create-S-Community die Tage mal fragen, dass sie mal mit uns an einer Umfrage teilnehmen. Genau. Und let's see, was daraus entstehen wird und mit welchem Logo wir rausgehen. Exactly. Außerdem, was ihr vielleicht bemerkt habt in nebenbei, ist das aus Inclustainable. Inclustainables. Weil wir auch gesagt haben, es ist etwas, was eigentlich viel besser zu uns passt, weil wir wollen ja diesen Community-Aspekt. Wir wollen, dass wir alle Inclustainables sind. Nicht nur Inclustainable, sondern wir wollen ja nicht euch sagen, seid mal, sondern wir wollen alle gemeinsam diese Welt verändern. Genau, wir sind alle Inclustainables. Genau. Naja, und morgen haben wir einen Besprechungstermin mit einem weiteren Kollegen über unser Geschäftsmodell und zu schauen, wie können wir skalieren. Das haben wir euch ja schon letzte Woche erzählt. Und nächste Woche treffen wir uns auch mit Gründerplattform. Genau. Und sind gespannt, was auch aus diesem Gespräch sich entwickeln wird, weil wir so viele Fragen auch haben, offene Fragen, die wir noch zu beantworten haben müssen wollen, genau, damit wir auch endlich mal rausgehen können mit unserem Konzept und mit unserer Idee. Aber dafür müssten echt noch ein paar Sachen beantwortet werden von Expertinnen, wie vom Team des Gründerplattforms zum Beispiel. Darauf freuen wir uns auch schon sehr und müssen auch Anne jetzt schreiben. Ja, wir schreiben jetzt Anne. Okay, tschüss. Sorry. So, es ist Freitagmittag. Jetzt gleich in einer halben Stunde habe ich den Termin bei der Firma WeGrow und ich hoffe so sehr, dass dieses Holz in Frage kommt, weil das wirklich sehr, sehr vielversprechend klingt und ich bin total gespannt. Also ich muss das Holz auch unbedingt mal in den Händen halten und dann auch mal bearbeiten und schauen, wie das funktioniert. Und ja, drück mir mal die Daumen, dass das gut klappt. Ich würde es mir wünschen. So, Ziel erreicht. Bin jetzt bei der Firma WeGrow und es sieht hier irgendwie sehr zu aus. Freitagmittag, ich habe einen Termin um 3. Vielleicht rufe ich gleich mal den Herrn Palm an. Aber jetzt schaue ich erstmal, ob ich den finde. Bis gleich. So, und hier kommt die Auflösung. Also das Tor ist noch aufgegangen und mein Ansprechpartner, der hat mich dann auch noch empfangen. Allerdings durfte ich nicht filmen. Das ist leider, leider sehr schade gewesen, denn das war doch auch spannend und interessant bei WeGrow und bei diesen, mit diesem Klimabaum, also dem Kiribaum, auch Polofnia genannt, wie gesagt. Das war sehr spannend und interessant und wir hatten wirklich auch einen netten Austausch. Allerdings ist es so, dass der Kiribaum leider nicht in Frage kommt als Stamm für den Frohnachtsbaum, denn er hat ein Loch in der Mitte. Das ist wahrscheinlich darauf zu gründen, dass der Kiribaum halt sehr, sehr schnell wächst. Und wenn der Kiribaum die Höhe und den Durchmesser erreicht hat, der für Frohnachtsbaum optimal wäre, ja, dann wäre der Kiribaum immer noch ein Rohr. Und sehr labil, also man kann den mit bloßen Händen dann noch so eindrücken und das ist natürlich überhaupt nicht das, was der Frohnachtsbaumstamm mit sich bringen muss. Deshalb machen wir uns weiter auf die Suche nach dem optimalen Stammholz. Naja, aber das war jetzt erstmal das zum Kiribaum, zur Polofnia. Ihr könnt ja euch ja mal informieren, das ist auch wirklich spannend, sich den mal anzuschauen. Aber für den Frohnachtsbaum ist das leider nichts. Also wir machen uns weiter auf die Suche und ich sag mal bis dahin. Tschüss!